Hallo, ich bin Carolina und Hebamme bei Veleda. Und heute erkläre ich dir, warum es deinem Baby und dir so gut tut, eine Massage während der Babypflege zu integrieren oder im Babyalltag zu einem schönen Ritual werden zu lassen. Die Haut eines Babys ist sehr empfindsam. Besonders in den ersten Wochen und Monaten nach Geburt ist sie sehr offen für Reize von außen. Temperatur, Berührung und neue Materialien. All das wird intensiv über die Haut wahrgenommen. Liebevoller Kontakt durch die Haut stärkt das Körpergefühl und hilft dem Baby, mit dem eigenen Körper vertraut zu werden. Dies schafft Vertrauen und Geborgenheit. Du brauchst keine Angst zu haben, bei der Babymassage irgendetwas falsch zu machen. Wichtig ist nur, dass du und dein Baby euch jederzeit wohlfühlt. Wenn dein Baby zum Beispiel die Massage an einem Körperteil nicht mag, konzentriere dich einfach auf die Stellen, an der dein Baby die Massage genießt. So lernst du die individuellen Bedürfnisse deines Babys besser kennen, was eure Verbindung weiter stärkt. Probiere einfach aus, was ihm gefällt. Und wenn du merkst, dass dein Baby sich für etwas anderes interessiert oder es einfach zu lange dauert, beende sanft deine Massage. Diese Berührungen können deinem Baby helfen, sich auf Abläufe einzulassen, wie zum Beispiel vor dem Wickeln oder dem Einschlafen. Durch diese Rituale kann es sich auf das Ereignis einstellen und weiß, was als nächstes passiert. Die sanfte, entspannende Massage ist dabei wie eine innige Kommunikation zwischen dir und deinem Baby zu sehen. Sie stärkt eure Verbindung und schafft Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit. Ich hoffe, ich konnte dir wertvolle Tipps zur Babymassage geben. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald, deine Carolina.